Herzlich willkommen bei den freien systemischen Aufstellungen. Ich bin der Begründer des freien Aufstellens und führe dich in diesem Video in den Workshop von Jacqueline und mir ein. Möchtest du das erste Mal an unserem Workshop entweder live vor Ort oder online in einem Videomeeting teilnehmen? Dann nimm dir jetzt ganz viel Zeit. Betrachte dieses Video als ersten Workshop. Hol dir vielleicht eine Tasse Tee, mach's dir bequem und schau dir das Video in aller Ruhe bis zum Schluss an. Hier habe ich genügend Zeit, dir alles ausführlich vorzustellen und zu erläutern. Im Workshop selbst mache ich nach der Vorstellungsrunde nur eine minimale Kurzeinführung für neue Teilnehmende, damit wir dann gleich mit der Praxis starten können. Hast du nach diesem Video trotzdem das Gefühl, noch unsicher zu sein und Fragen zum Veranstaltungsrahmen zu haben, dann geben wir im Workshop während der Vorstellungsrunde genügend Raum, damit du deine Fragen stellen kannst und wir alles klären. Am besten, du holst dir Zettel und Stift und schreibst dir während des Videos deine Unsicherheiten und Fragen zum Workshop auf. Dann hast du sie gleich am Anfang des Workshops präsent. Und wenn sogar während des Workshops Unsicherheiten und Fragen auftauchen, kannst du sie natürlich jederzeit ansprechen. In einem permanenten Lernprozess befinden wir uns ja alle. Also gehören auch deine Fragen jederzeit dazu. Und nun beginne ich mit der ausführlichen Einführung. Beginn des Jahres 2023 haben wir unser Konzept verfeinert. Wir kombinieren das freie Aufstellen mit dem Neuroresonanzmodell. Willst du das Neuroresonanzmodell irgendwann einmal intensiv kennenlernen, dann kannst du Schritt für Schritt alle 22 Videos in dieser Playlist hier anschauen. Mit diesen Videos kannst du das Modell dann ganz allmählich in dein Leben installieren. Was ist an unserem Aufstellungskonzept jetzt neu? Drei Punkte. Erstens, wir bieten zusätzlich innerhalb des freien Aufstellens die Neuroresonanzaufstellung an, die frei gewählt werden kann natürlich. Zu dieser Aufstellungsform erzähle ich später etwas. Zweitens, wir haben durch das Neuroresonanzmodell weitere neue Instrumente entwickelt, die wir dir als Impulse für die Aufstellung deines Anliegens anbieten können. Und drittens, wir achten mithilfe des Neuroresonanzmodells jetzt noch viel intensiver darauf, ob während des freien Aufstellens aus Versehen Entwürdigungen innerhalb der Gruppe passieren. Wir sind also richtig pingelig geworden. Das bedeutet, dass du von Jacqueline und mir einen noch viel feineren und effektiveren Rahmen für deine Selbstheilung und deine Potenzialentfaltung zur Verfügung gestellt bekommst. Damit nehmen wir vollkommen Abstand von allen konfrontierenden und provozierenden Impulsen. Denn je weniger versehentliche oder absichtliche Verletzungen aus dem Umfeld kommen, und je geschützter, geborgener und aufgehobener du dich fühlst, umso freier und effektiver kann dein Weiterentwicklungsprozess geschehen. Wir nennen es auch eine Selbstheilungszelle oder eine Potenzialentfaltungszelle. Bei beiden Zellen ist der Rahmen derselbe, nur dein Ziel unterscheidet sich. In der Selbstheilungszelle geht es um dein Ziel, dich in irgendeinem Bereich zu heilen. In der Potenzialentfaltungszelle geht es um dein Ziel, dir in irgendeinem Bereich neue Impulse für deine Weiterentwicklung zu holen oder für die Umsetzung von deinen Projekten oder für die Erfüllung von deinen Wünschen und so weiter. Wenn du mehr darüber wissen willst, in dem Video die Selbstheilungszelle, das du hier findest, erkläre ich diesen optimalen Rahmen für beide Ziele ganz ausführlich. Das Video ist nicht nur für diejenigen eine Unterstützung, die sich optimal weiterentwickeln wollen, sondern auch für diejenigen,
die anderen Menschen einen optimalen Rahmen für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung stellen möchten. Seminarleiter, Therapeuten, Coaches und so weiter. Ich habe eben Entwürdigungen erwähnt, die beim Aufstellen aus Versehen passieren könnten. Durch das Neuresonanzmodell habe ich aufdecken können, dass in unserer heutigen Gesellschaft sehr viele automatische und unbewusste Entwürdigungen passieren, die unsere Gefühle ganz direkt beeinflussen. Und zwar bereits in unserer alltäglichen Sprache, ohne dass wir es merken. Die Entwürdigungen sind in Alltagsfloskeln und Wertungen versteckt, von denen wir denken, dass sie normal sind. In Wirklichkeit führen aber viele Sätze zu einer Rollenverteilung, die dich automatisch entwürdigt. Und du spürst diese Entwürdigung dadurch, dass du dich nach einem solchen Satz ein bisschen unwohler fühlst, etwas kleiner, untergeordnet, eingeschüchtert, vielleicht sogar gedemütigt oder im schlimmsten Fall innerlich vollständig blockiert. Vielleicht rechtfertigst du dich automatisch. In jedem Fall fühlst du dich nicht mehr frei und in deiner vollen Kraft. Allerdings kannst du nicht genau identifizieren, woher dein Unwohlgefühl kommt. Und deswegen denkst du, dass es an dir selbst liegt und dass gerade ein Problem in dir getriggert wurde, dass du kein selbstsicherer Mensch bist und so weiter. In Wirklichkeit hast du aber durch dein Gegenüber gerade eine Entwürdigung erlebt. Und solche minimalen Entwürdigungen können wir jetzt mit Hilfe des Neuresonanzmodells ganz genau entlarven und beim freien Aufstellen als Feedback anbieten. Dadurch kannst du dich als aufstellende Person während deiner Aufstellung noch beschützter, noch geachteter und damit noch gestärkter und freier und selbstsicherer fühlen. Ich bringe dir mal ein kleines Beispiel. Zunächst blende ich mich hier aus, damit du dich in Ruhe in die folgende Situation einfühlen kannst. Die Frage wird gleich sein, in welcher Situation du dich weniger gewürdigt fühlst. Stell dir vor, du bist die aufstellende Person und führst gerade deine eigene Aufstellung durch. Du bist die klare Chefin deiner Aufstellung, fühlst dich gut und sicher und probierst etwas aus. Und nun gibt dir ein beobachtender Teilnehmer aus der Gruppe ganz liebevoll und freundlich einen Tipp und sagt: Warum stellst du nicht einen Stellvertreter für deinen Vater dazu? Und jetzt stell dir die gleiche Situation vor. Du bist die klare Chefin deiner Aufstellung, fühlst dich gut und sicher und probierst etwas aus. Und nun gibt dir ein beobachtender Teilnehmer aus der Gruppe ganz liebevoll und freundlich einen Tipp und sagt: Würdest dir helfen, einen Stellvertreter für deinen Vater dazu zu stellen? Nach welcher Frage fühlst du dich in der Rolle als Chefin gewürdigter? Mehr als Chefin respektiert? Frage 1. Warum stellst du nicht einen Stellvertreter für deinen Vater dazu? Frage 2. Würdest dir helfen, einen Stellvertreter für deinen Vater dazu zu stellen? Nicht jeder fühlt hier einen Unterschied. Aber einige könnten sich durch die erste Frage etwas entwürdigter fühlen, weil durch diese Formulierung impliziert wird, dass der Teilnehmer den stimmigeren Maßstab besitzt. Er geht schon selbst davon aus, dass es passender wäre, den Stellvertreter für den Vater dazuzustellen. Er wertet also schon während seiner Frage. Nach dem Neuresonanzmodell hat er mit dieser Frage die Spielerrolle übernommen. Und du wurdest zum Mitspieler. Man kann es auch so sagen, durch die erste Frage, warum stellst du nicht einen Stellvertreter für deinen Vater dazu, rutscht der beobachtende Teilnehmer in die Chefrolle. Während die aufstellende Person sich ein bisschen untergeordnet fühlt, also nicht mehr als Chefin ihrer Aufstellung gewürdigt. Wenn aber der Teilnehmer nur ein Angebot macht und nachfragt, ob ein Stellvertreter für den Vater vielleicht helfen würde, dann lässt er dadurch den Stimmigkeitsmaßstab komplett bei der aufstellenden Person. Sie entscheidet, ob es helfen würde und bleibt dadurch als Chefin ihrer Aufstellung vollständig gewürdigt.
Der Teilnehmer bleibt in der Mitspielerrolle und bietet seine Idee nur an. Du merkst schon, wie fein die Unterschiede sein können. Und falls du jetzt denken solltest, dass du während des Workshops selbst auf solche feinen Entwürdigungen achten musst, dann kannst du ganz entspannt bleiben. Jacqueline und ich sind liebevolle und achtsame Organisatoren und kümmern uns vollständig darum. Wir kümmern uns darum, unbewusste kleine Entwürdigungen und Rollenwechsel sofort bewusst zu machen. Wir stellen unsere Wahrnehmung als freundliches Feedback zum gemeinsamen Lernen zur Verfügung. In unserem Workshop lernen wir sowieso alle zusammen. Wir lernen alle zusammen, immer würdevoller miteinander zu kommunizieren. Außerdem fragen wir die aufstellende Person am Anfang, ob wir während ihrer Aufstellung auf solche kleinen Entwürdigungen achten und sie rückmelden sollen. Oder ob es für sie keine Rolle spielt. Denn bei uns kann das die aufstellende Person frei wählen und dadurch ihren Rahmen selbst bestimmen. Wer also bei seiner Aufstellung keinen Fokus auf entwürdigende Formulierungen gelenkt haben möchte, kann diese Option gerne abwählen. Wir berücksichtigen das vollständig und geben dann während dieser Aufstellung keine Feedbacks. Jetzt habe ich nebenbei schon ein paar weitere Regeln des freien Aufstellens angedeutet. Und auf diese Regeln konzentriere ich mich jetzt mal genauer. Zuallererst ist der wichtigste Punkt, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer im Workshop eigenverantwortlich sind. Denn wir Organisatoren können zwar darauf achten, dass die Gruppe sich möglichst achtungsvoll und würdevoll verhält, wir können aber nicht wissen, wann in dir selbst bestimmte Grenzen überschritten werden. Wir können dich nicht davor schützen, dass bei dir etwas ausgelöst wird, was niemand vorhersehen konnte. Wir können dir auch nicht sagen, was dein Ziel ist und was du brauchst oder wie du dein Ziel erreichst oder wie dein Ziel sein sollte und so weiter. Das können wir überhaupt nicht bestimmen, weil wir ja gar nicht die Chefs sind. Du hast ja das Ziel. Also du kannst nur eigenverantwortlich in dir selbst das Ganze wahrnehmen. Nur du hast Kontakt zu deinem Bauchgefühl oder zu deinem Stimmigkeitsgefühl. Nur du kannst fühlen, womit du dich wohlfühlst und womit du dich unwohl fühlst. Deswegen kannst auch nur du für dich Grenzen setzen und dich eigenverantwortlich schützen. Wenn du in unseren Workshop kommst, hast du ja bereits eigenverantwortlich entschieden, zu uns zu kommen. Und diese Eigenverantwortung bleibt auch während des Workshops. Das bedeutet, du bist immer frei, jederzeit für dich selbst Grenzen zu setzen, wenn dir etwas unangenehm wird oder wenn für dich irgendetwas unstimmig ist. Wir Organisatoren kümmern uns darum, dass du dich bei deiner Grenzsetzung immer frei und von uns unterstützt fühlst. Wir werten deine Grenzsetzung nicht. Einen Gruppendruck, durch den du dich vielleicht in eine bestimmte Richtung beeinflusst fühlen könntest, den gibt es normalerweise bei uns nicht. Falls doch mal aus Versehen ein Druck entstehen sollte, zum Beispiel durch einen Satz eines Gruppenmitglieds oder eines Organisators, dann wird er von uns sofort wieder aufgelöst. Und du bist dann wieder Chef deiner Aufstellung. Solltest du bei deiner eigenen Aufstellung mal nicht weiter wissen und kannst dich nicht für oder gegen etwas entscheiden, fühlst dich unsicher, dann bieten wir dir natürlich verschiedene Möglichkeiten an, was du tun könntest. Und du kannst nach wie vor auswählen, was für dich stimmig ist und was nicht dazu passt. Oder wir warten, bis du wieder Kontakt zu deinem eigenen Stimmigkeitsgefühl hast und wieder weißt, wie du weitermachen möchtest. Es gehört natürlich auch dazu, wenn du jemand anderen oder uns Organisatoren auswählst, die Leitung deiner Aufstellung zu übernehmen, sodass du keine weiteren Entscheidungen fällen musst, wenn du es nicht möchtest. Es gibt also auch keinen Druck, seine eigene Aufstellung selbst leiten zu müssen. Wenn wir deine Aufstellung leiten sollen, dann machen wir es immer aus der Angestelltenposition heraus.
Wir bleiben dir also untergeordnet. Und du bleibst weiterhin die Chefin deiner Aufstellung und kannst auch weiterhin Grenzen setzen, falls dir irgendetwas unstimmig erscheint. Gleichzeitig fragen wir auch immer wieder nach, ob es dir noch hilfreich ist, was wir mit deiner Aufstellung machen. So wie im Resonanzmodell das Verhältnis zwischen Spieler und Mitspieler geregelt ist. Du bleibst in der Spielerrolle und kannst frei werten, ob das, was wir dir anbieten, hilfreich wirkt für dein Ziel oder ob es nicht hilfreich wirkt. Während wir als Leiter in deiner Aufstellung innerhalb der Mitspielerrolle leiten. Das bedeutet, wir bleiben in unserer Leitungsfunktion auf natürliche Weise unsicher und freuen uns, von dir bewertet und korrigiert zu werden, damit wir dir auch immer richtig und wirkungsvoll helfen können. Und natürlich kannst du auch jederzeit die Führung deiner Aufstellung wieder selbst übernehmen. So ein Wechsel in der Leitung passiert oft auch fließend, wenn du zum Beispiel neugierig wirst und spontan deinen Stellvertretern Fragen zu stellen beginnst. Oder wenn du etwas mit den Stellvertretern experimentieren möchtest. Soweit erst einmal zu deiner Eigenverantwortung als aufstellende Person. Bist du Stellvertreterin oder Beobachterin in unserem Workshop, dann behältst du ebenso deine Eigenverantwortung und kannst deine Grenzen jederzeit setzen. Du kannst während einer Aufstellung ohne zu fragen jederzeit aus deiner Rolle herausgehen, wenn es sich für dich nicht mehr stimmig anfühlt. Oder du kannst eine Rolle nur zu 50% oder weniger einnehmen, wenn sie dir zu belastend ist. Du kannst auch während der Aufstellung, wenn du nicht gefragt wirst, innerlich aus der Rolle rausgehen, dich erstmal entspannen und sobald du gefragt wirst, wie du dich in der Rolle fühlst, gehst du innerlich wieder in die Rolle rein und dann kannst du wieder berichten, wie du dich fühlst. So mache ich es auch häufig, damit ich einfach auch entspannter in der Aufstellung bin und nicht am Schluss zu stark ausgelaugt fühle. Und als Beobachterin kannst du jederzeit Grenzen setzen, wenn du dich durch andere Teilnehmende zu sehr in die Aufstellung hineingezogen fühlst. Und natürlich kannst du auch jederzeit aus dem Raum gehen, wenn dir irgendetwas zu unangenehm wird. Manchmal kommt es vor, dass sich jemand nicht traut, seine eigenen Grenzen zu setzen, weil er denkt, oh, was denken denn die anderen über mich, wenn ich hier eine Grenze ausdrücke und so, wie werten die mich dann und so weiter. Oder es kann sogar vorkommen, dass sich jemand seiner eigenen Grenzen gar nicht mehr richtig bewusst ist und sie nicht wirklich wahrnehmen kann. Deswegen fragen wir als Organisatoren auch ab und zu mal nach, ob sich jeder noch frei fühlt, eigenverantwortlich seine Grenzen zu setzen. Und sobald jemand auf diese Frage mit einem Gefühl der Unsicherheit reagiert, kümmern wir uns sofort darum. Derjenige erhält den Rahmen zu seinen eigenen Zielen und Bedürfnissen und damit auch zu seinen eigenen Grenzen wieder Kontakt aufzunehmen. Dadurch kann er seine Eigenverantwortung wieder ausüben und auch sein eigenes Sicherheitsgefühl und Klarheitsgefühl wieder spüren. Ich fasse zusammen. Wir Organisatoren kümmern uns darum, dass in unserem Workshop jeder frei ist, seine Eigenverantwortung voll auszuleben. Wir kümmern uns um einen liebevollen und verständnisvollen Rahmen. Und wir kümmern uns darum, dass eventuelle unbewusste Entwürdigungen sofort bewusst gemacht und aufgedeckt werden. So kann die Gruppe immer frei mit Entwürdigungen umgehen und sie in eine würdevolle Kommunikation weiterentwickeln. Gleichzeitig bieten wir unsere Ideen zur Aufstellung an, natürlich. Und sollte sich die aufstellende Person wünschen, dass ihre Aufstellung von uns sogar geführt werden soll, dann stehen wir dafür gerne zur Verfügung. Das Ergebnis unseres Workshop-Rahmens ist: Jeder fühlt sich frei und gewürdigt, seinen eigenen Zielen und Bedürfnissen so zu folgen, wie er es gerne möchte. Und jeder fühlt sich frei zu entscheiden, ob und wie intensiv und wie lange auch er jemand anderem für sein Ziel unterstützend zur Verfügung stehen möchte. Auf diese Weise kann in der Gruppe ein großes Spektrum an verschiedenen Situationen entstehen. Von tief ernst und tief berührt bis hin
zu spielerisch, fröhlich und spaßig und auch manchmal sehr lustig. Manchmal sogar beides gleichzeitig. Und wir lernen alle zusammen immer würdevoller miteinander umzugehen. Eben eine Selbstheilungs- und Potenzialentfaltungszelle für alle Beteiligten, auch für uns Organisatoren. Nicht nur während einer Aufstellung, sondern im gesamten Workshop. Der gesamte Workshop ist sozusagen eine Schule des Lebens, weil wir alle einen offenen, freien und würdevollen Umgang miteinander entwickeln. Und schon allein diesen Umgang miteinander kannst du wundervoll in deinen Alltag mitnehmen. Jetzt komme ich zu den Möglichkeiten, die du mit deiner eigenen Aufstellung hast. Wenn du selbst deine eigene Aufstellung durchführst, dann bist du, wie gesagt, bei uns immer die Chefin deiner Aufstellung. Das bedeutet, wir fragen dich zu Beginn nicht, was du aufstellen möchtest, sondern wir fragen dich immer, wie du aufstellen möchtest. Als Chefin kannst du deinen Aufstellungsrahmen frei bestimmen. Du kannst bestimmen, welches Anliegen du aufstellen möchtest und du kannst auch bestimmen, was du dir nicht anschauen möchtest. Es könnte ja auch sein, dass dir etwas aus der Gruppe oder von uns Organisatoren zu deinem Anliegen angeboten wird, das dir dann eher unangenehm ist oder das dir aktuell zu intensiv werden würde. Du gehst also immer nur die Schritte, die du gehen willst und die sich für dich stimmig anfühlen. Wir fragen dich vor deiner Aufstellung, ob du dir von uns wünschst, dass wir entwürdigende Formulierungen aus der Gruppe rückmelden oder ob das für dich keine Rolle spielt. Wir fragen dich, ob du auf deine Weise frei mit deiner Aufstellung experimentieren möchtest oder willst du vielleicht eine Neurosonanzaufstellung durchführen. Wenn du die Neurosonanzaufstellung durchführen willst und bereits weißt, wie das geht, dann kannst du das natürlich selbst machen. Ansonsten würden wir dafür die Führung übernehmen und für dich die Neurosonanzaufstellung durchführen, bis es für dich gelöst ist oder bis du eine Grenze setzt und etwas anderes tun möchtest. Denn die Neurosonanzaufstellung folgt einem ganz klaren roten Faden und braucht eine klare Anleitung. Möchtest du mehr über die Neurosonanzaufstellung erfahren, dann findest du ausführliche Informationen darüber in diesem Video, das ich dir hier verlinkt habe. Kurz kann ich darüber sagen, dass wir in der Neurosonanzaufstellung bezogen auf dein Anliegen ganz genau herausfinden, wo ein ungelöster emotionaler Schmerz an dein Thema geknüpft ist. Anschließend stellen wir diesem Schmerz eine vollständige Heilungshierarchie zur Verfügung, damit er sich darin selbst heilen und auflösen kann, wenn es für ihn stimmig ist. Bevor du nun mit deiner Aufstellung beginnst, fragen wir dich noch, wie sich die Gruppe verhalten soll. Soll sich jeder frei in deine Aufstellung mit einmischen, wenn er etwas dazu beitragen will? Oder sollen sich die Gruppenmitglieder per Handzeichen melden, wenn sie einen Impuls haben? Wenn die Gruppenmitglieder mithelfen dürfen, wenn du das erlaubst, dann kannst du Folgendes noch genauer regeln, wenn du möchtest. Sollen die Teilnehmenden, die etwas zu deiner Aufstellung sagen, die berichtende Kommunikation verwenden? Oder sollen sie einfach freischnauze reden? Die berichtende Kommunikation findet statt, wenn jemand ganz neutral und objektiv einfach nur berichtet, was er an Gefühlen, Empfindungen und Gedanken in sich selber wahrnimmt. Ohne jegliche Absichten und Wertungen. Redet aber jemand frei Schnauze, dann könnte öfter eine Absicht von dieser Person mitschwingen. Und es könnten dadurch wertende, ein bisschen einschüchternde oder auch entwürdigende Äußerungen auftauchen. Also wie bei dem vorigen Beispiel könnte man sagen, warum stellst du nicht deinen Vater dazu,
Da schwingt schon eine Absicht mit, dass derjenige denkt, dass es richtig wäre, den Vater dazu zu stellen. Wenn man aber die berichtende Kommunikation anwendet, dann sagt man, ich beobachte gerade bei mir, dass ich die Idee habe, wie es vielleicht wäre, deinen Vater dazu zu stellen. Das möchte ich dir anbieten. Und dann berichtet derjenige einfach nur über seinen Gedanken, über die Idee, die er gehabt hat und stellt das als Angebot zur Verfügung. Die Frage ist also, ob das Freischnauze reden oder ob die berichtende Kommunikation während deiner Aufstellung dazugehören soll. Das kannst du natürlich frei wählen und wir als Organisatoren unterstützen dich dann dabei, dass dieser Rahmen auch eingehalten wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Gruppe sich komplett aus der Aufstellung raushalten soll. In diesem Fall kannst du dich dann ohne Unterbrechung von außen in aller Ruhe auf deine Aufstellung konzentrieren, wenn du das so möchtest. Natürlich kannst du auch während deiner Aufstellung diesen Rahmen wechseln. Also du kannst bestimmen, dass die Gruppe sich am Anfang raushält. Und wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, jetzt könntest du den Rahmen öffnen, dann kannst du Bescheid geben und die Gruppe ist dann eingeladen, ihre Hilfsimpulse mit reinzubringen. Entweder per Handzeichen oder dass sie alle spontan reden, freie Schnauze oder berichtende Kommunikation, so wie du das gerne möchtest. Wie wünschst du es dir für deine Aufstellung? Zum Schluss der Klärung fragen wir dich dann noch, ob wir Organisatoren uns genauso wie die Gruppe verhalten sollen. Denn wir gehen davon aus, dass wir normalerweise immer zur Gruppe dazugehören. Das heißt, alles, was die Gruppe machen soll, machen wir Organisatoren ganz genauso. Manche Teilnehmer gehen davon automatisch aus, dass die Organisatoren sich anders mit einmischen oder dass sie eine andere Position haben, weil es meistens bei Seminarleitern so ist, dass die eine andere Position haben als die übrige Gruppe. Aber wir als Organisatoren gehen erstmal davon aus, dass wir während der Aufstellung genau die gleiche Haltung einnehmen, wie die Gruppe es einnehmen soll. Und du kannst dann bestimmen, ob wir eine andere Rolle haben sollen, ob wir eben eine andere Aufgabe bekommen, ob wir die Aufstellung leiten sollen oder ob die Gruppe sich raushalten soll und wir sollen aber unsere Impulse mit reinbringen und dann auch vielleicht mit Handzeichen, dass wir uns melden, wenn wir eine Idee haben oder dass wir frei Schnauze reden oder auch einfach nur berichtende Kommunikation. Das kannst du also mit uns Organisatoren auch organisieren. Wenn diese Fragen alle geklärt sind, kannst du nun mit deiner Aufstellung beginnen. Dabei kannst du frei wählen, ob du dein Thema erzählst und ob du den Stellvertreterinnen mitteilst, wer welche Rolle übernimmt oder ob du alles verdeckt lässt. Du kannst auch erst einmal verdeckt anfangen und später erst während der Aufstellung erzählen, worum es geht und wer welche Rolle hat. Dann kann die Gruppe später mitdenken und dir vielleicht auch ein paar Angebote für eine Weiterentwicklung zur Verfügung stellen. Das verdeckte Aufstellen habe ich durch Matthias Wager von Kibet kennengelernt. Es ist tatsächlich möglich, eine Aufstellung durchzuführen, bei der die aufstellende Person ihr Anliegen nicht erzählt. Sie stellt sich nur in Gedanken vor, welche Stellvertreterin und welcher Stellvertreter welche Rolle übernommen hat. Sie erzählt auch nicht das Thema. Die Gruppenmitglieder können sich auch beim verdeckten Aufstellen wundervoll in ihre unbekannten Rollen einfühlen und können Gefühle und Verhaltensimpulse entwickeln, die zum Thema der aufstellenden Personen passen. Und damit komme ich nun zu dem Phänomen, das die tragende Säule bei allen Systemaufstellungen und Familienaufstellungen ist. Ich nenne es seit 2014 resonierende Empfindungen. Die resonierenden Empfindungen sind das, was die Stellvertreterinnen in sich zu spüren beginnen, wenn sie in einer Aufstellung eine Rolle übernehmen. Ich behaupte, dass diese resonierenden Empfindungen überall im Leben vorhanden sind, permanent. Dieses Phänomen ist etwas ganz Natürliches in unserem Leben. Wir nehmen im Alltag diese resonierenden Empfindungen nur nicht bewusst wahr. Zum Beispiel werden sie darin deutlich, dass wir uns im Kontakt mit bestimmten Menschen frei und ungezwungen erleben und einfach nur sprudeln.
Und im Kontakt mit anderen Menschen sind wir irgendwie ruhiger. Wir halten uns mehr zurück. Kurz, in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Menschen fühlen und verhalten wir uns unterschiedlich. Und ich behaupte, das liegt unter anderem natürlich mit an diesen resonierenden Empfindungen. Beim Aufstellen werden sie uns dann bewusst, weil wir in einer Aufstellungsveranstaltung absichtlich eine Rangfolge herstellen. Eine Person steht als Chefin ihrer Aufstellung mit ihrem Anliegen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und die übrige Gruppe gibt dem Anliegen dieser Person Raum und hilft mit, dass die Person ihr Ziel optimal erreichen kann. Also die Gruppe stellt ihre eigenen Ziele zurück. Die Leute stellen sich dem Anliegen dieser Person zur Verfügung, übernehmen Stellvertreterrollen und erleben dabei in sich selbst ganz bewusst diese resonierenden Empfindungen. Weil dann im Workshop auch noch über diese Empfindungen geredet wird und sie von der aufstellenden Person mit ihrem Anliegen verglichen wird, wird in diesem Zusammenhang auch entdeckt, dass die Empfindungen der Stellvertreterinnen sehr oft mit dem Anliegen der aufstellenden Person übereinstimmen. Deswegen sprechen wir von einer Resonanz zum Anliegen der aufstellenden Person. Und diese Resonanz kann die aufstellende Person für ihr Anliegen als Spiegel einsetzen, wenn sie es möchte. Wie vorhin bereits angedeutet, sind diese resonierenden Empfindungen sogar vorhanden, wenn man verdeckt aufstellt. Wenn also die aufstellende Person ihr Anliegen geheim hält und auch niemandem sagt, wer welche Rolle hat. Das ist für Neulinge schwer zu glauben, ich weiß. Daher lade ich dazu ein, es selbst auszuprobieren und es selbst zu erforschen. In meinem Buch Freie Systemaufstellung, das fühlt sich richtig gut an, habe ich ausführlich beschrieben, wie du das mit dir selbst ganz allein experimentieren kannst, wenn du da niemanden anderen hast. Oder du hast einen Partner oder einen Freund oder Eltern oder ein Geschwister, sodass ihr es dann auch vielleicht zu zweit ausprobieren könnt. Oder vielleicht auch sogar in einem kleinen Freundeskreis oder im Familienkreis. Natürlich kannst du auch in unseren Workshop kommen und es dort experimentell ausprobieren. Es muss noch kein ernstes Thema sein, was du nimmst, sondern einfach irgendeine kleine Sache ausprobieren, verdeckt aufstellen und gucken, wie die Stellvertreter darauf reagieren und was sie dir spiegeln. Du kannst also selbst eine Aufstellung verdeckt durchführen und beobachten, was deine Stellvertreterinnen für Empfindungen mitteilen und wie sie sich zu verhalten beginnen, wenn sie sich dir und deinem geheimen Anliegen zur Verfügung stellen. Dieses verdeckte Aufstellen kannst du übrigens auch als Schutz einsetzen. Wenn dir dein Anliegen viel zu intim ist und du nicht möchtest, dass die Gruppe etwas darüber erfährt. Auch eine komplett verdeckte Aufstellung kann man bis zum Schluss zu einem Happy End führen. Man braucht sie auch am Schluss nicht aufgedeckt haben. Zusätzlich möchte ich hier darauf hinweisen und ein bisschen warnen, dass manchmal die Stellvertreter die Resonanz so präzise empfinden, dass sie das verdeckte Thema trotzdem erahnen können. Entscheide also immer eigenverantwortlich nach deinem Bauchgefühl, ob es innerhalb der gerade vorhandenen Gruppe wirklich passt, dein Anliegen jetzt gerade aufzustellen. Sobald du da einen Zweifel hast oder eine gewisse Unsicherheit, dann rate ich dazu, so lange zu warten, bis du dich sicher fühlst, aufstellen zu wollen. Dann macht es auch Sinn, glaube ich zumindest. Entscheide du bist der Chef oder die Chefin. Noch ein paar Worte zu den resonierenden Empfindungen der Stellvertreter. Wie nutzen wir im Workshop diese resonierenden Empfindungen? Sie können helfen, die Hintergründe einer Problemsituation möglicherweise besser zu verstehen. Außerdem können wir mit Hilfe verschiedener Instrumente unangenehme Empfindungen in gute Gefühle transformieren, was dann oft auf das Anliegen der aufstellenden Person positiv zurückwirkt, sodass derjenige mit einem gelösten Gefühl aus der Aufstellung geht.
Besonders ein tief berührendes Happy End kann eine sehr entspannende Wirkung auf den Alltag haben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit diesem Phänomen umzugehen und es optimal für sein Anliegen zu nutzen. Man kann vielleicht zum Beispiel auch für sein Projekt eine gewisse Rangfolge oder eine Struktur herstellen, die für dieses Projekt optimal ist. Dann nimmt man die einzelnen Teile des Projektes und schaut, was in welcher Rangfolge, auf welche Art und Weise umgesetzt werden soll, sodass das Projekt optimal erreicht werden kann. Oder es gibt Drehbuchaufstellungen oder Romanaufstellungen, wo du quasi deine Figuren mit der Gruppe aufstellst und guckst, was wäre eine möglichst spannende Handlung, in welcher Reihenfolge kann man die Handlung ablaufen lassen und befragt immer die Stellvertreter und lässt sich quasi durch die Aufstellung Intuition für das Projekt, was man gerade durchführt, geben. Du wirst viele Möglichkeiten im Laufe der Zeit immer ausführlicher kennenlernen. Es gibt keine Grenzen der Fantasie, du kannst mit Aufstellung alles ausprobieren. Die Frage ist nur immer, ob es dir letztendlich auch hilft. Diese Garantie kann man natürlich nicht geben. Und wenn du auch nach weiteren Beispielen suchst, kannst du auch in dem eben erwähnten Buch nachlesen, wenn du möchtest. Dort stehen einige Beispiele auch drin, wie man diese resonierenden Empfindungen für sich einsetzen kann. Wenn du am Anfang deiner Aufstellung die Stellvertreterinnen aussuchst, kannst du dabei auf unterschiedliche Weise vorgehen. Auch hier bist du frei in der Wahl. Du kannst eine Stellvertreterin direkt aussuchen und eine Person aus der Gruppe fragen, ob sie für eine bestimmte Rolle jetzt zur Verfügung stehen würde. Oder du kannst für eine Rolle die gesamte Gruppe fragen, ob jemand den Impuls verspürt, diese Rolle zu übernehmen. Und dann melden sich ein oder zwei oder drei Leute vielleicht. Da ein kleiner Hinweis zu. Es kann manchmal sein, dass sich keiner angesprochen fühlt, weil jeder nachzuspüren versucht, wie sich denn diese Rolle anfühlt. Und schon versetzen sich die Leute in die Rolle. Und wenn diese Rolle eine Dynamik hat, die eine Form von Zurückhaltung enthält, dann kann es sein, dass alle in der Gruppe plötzlich diese Zurückhaltung spüren und keiner traut sich zu melden, diese Rolle zu übernehmen. Ja, also von daher muss es nicht heißen, wenn sich keiner für die Rolle bereit erklärt, dass keiner Lust hat dazu, sondern dass alle diese Zurückhaltung dieser Rolle spüren und keiner sich jetzt aus dem Rollengefühl heraus traut, sich zu melden. Also nimm es nicht persönlich, wenn sich keiner meldet, sondern übernimm dann die Initiative und entscheide selbst, wen du dann für diese Rolle aus der Gruppe wählen möchtest. Du kannst übrigens auch jemand anderen bitten, für dich die Rollenbesetzung aus der Gruppe auszusuchen. Also wir Organisatoren können das zum Beispiel übernehmen. Oder du fragst deine Freundin, ob sie gerne aus der Gruppe jemanden für diese Rolle aussucht. Wenn du verdeckt aufstellst, kannst du dir in Gedanken eine Rolle vorstellen und dann zur Gruppe sagen, ich denke gerade an eine Rolle, ohne zu verraten an welche. Wer verspürt den Impuls, sich für diese Rolle zur Verfügung zu stellen? Und wenn sich dann keiner meldet, kannst du immer noch sagen, wer von euch hat keine Abwehr, diese Rolle zu übernehmen? Dann kann es vielleicht einige geben, die sich dann auch melden. Weil sie keine Abwehr spüren, hat nur keinen Impuls, den Arm zu heben, aus den erwähnten Gründen von vorhin. Als nächstes kannst du frei entscheiden, ob du deine Stellvertreterin aufstellen und ihnen einen Platz zuweisen möchtest, ob das für dich also stimmig ist, ihnen zuerst Plätze zu geben, oder ob sie ihren Platz selbst intuitiv wählen sollen, oder ob sie sich von Anfang an frei bewegen sollen und einfach ihren Impulsen spontan folgen sollen. Dann kannst du noch bestimmen, ob die Stellvertreterinnen frei reden sollen oder ob sie ihren Impulsen stumm folgen und nur reden, wenn sie gefragt werden. Wichtig ist für dich und deine freie Aufstellung immer eins. Du bist und bleibst die Chefin deiner Aufstellung. Das bedeutet, dass alle deine Gefühle und Entscheidungen und Sichtweisen in der Rangfolge immer über den klaren Gefühlen der Stellvertreterinnen und der Gruppe stehen. Immer übergeordnet. Du bist und bleibst die Chefin. Und zwar
ganz unabhängig davon, wie überzeugt die Stellvertreterinnen davon sind, was sie da gerade ganz klar spüren und was gerade in der Aufstellung aus ihrer Perspektive wichtig zu sein scheint. Wenn sie zum Beispiel sagen, das braucht jetzt das und das und das, oder wir müssen jetzt das und das in die Aufstellung reinnehmen, oder ich fühle ganz klar, dass hier was fehlt. Es gibt immer wieder so Aussagen von Stellvertreterinnen. Trotzdem stehst du gegenüber solchen klaren Aussagen immer noch drüber und bist die Chefin und darfst frei entscheiden, ob das für dich stimmig ist oder nicht. Denn Jacqueline und ich haben oft die Erfahrung gemacht, dass die Gefühle in den Rollen zwar ganz klar und auch stimmig sein können, dass aber die Interpretation dieser Gefühle von den persönlichen Sichtweisen des jeweiligen Stellvertreters immer irgendwie beeinflusst sind. Das ist auch logisch, denn jeder deutet seine resonierenden Empfindungen mit seiner individuellen Persönlichkeit immer ein bisschen anders. Deswegen besteht für dich als aufstellende Person auch immer die Möglichkeit, und jetzt kommt's, Stellvertreterinnen auszutauschen, wenn für dich etwas nicht stimmig erscheint. Du kannst so lange für eine Rolle die Gruppenmitglieder immer wieder austauschen und wechseln, bis du jemanden gefunden hast, der deinem Gefühl nach die Rolle stimmig darstellen und interpretieren kann. Allerdings habe ich auch einmal Folgendes erlebt. Ich habe in meiner eigenen Aufstellung die Stellvertreter immer wieder ausgetauscht, weil ich eine bestimmte Botschaft aus dieser Rolle als unstimmig empfunden hatte. Doch jeder neue Stellvertreter hat von ähnlichen Gefühlen in der Rolle berichtet und hat die Rolle ähnlich interpretiert. So konnte ich diese Rolle genauer kennenlernen und dann auch allmählich die Botschaft verstehen und annehmen. Das Austauschen eines Stellvertreters heißt also nicht immer, dass die Rolle von dem jeweiligen Stellvertreter gerade falsch interpretiert wird und dass derjenige vielleicht zu stark eigene Dynamiken in die Rolle mit reinbringt. Sondern es kann auch bedeuten, dass die aufstellende Person diese Rolle noch nicht so gut verstehen kann. Und durch das Austauschen des Stellvertreters kann die aufstellende Person einen wichtigen Kennenlernprozess durchlaufen. Sie kann vielleicht sogar durch verschiedene Stellvertreter verschiedene Aspekte dieser einen Rolle kennenlernen. Das Austauschen von Stellvertretern stellt also auf jeden Fall einen wichtigen Lernprozess zur Verfügung, und zwar für alle Beteiligten. Daher empfehle ich diese Austauschtechnik als wertvolle Umgangsmöglichkeit mit der eigenen Aufstellung. Aus dieser Erfahrung heraus ziehe ich den Schluss, dass Stellvertreter und Beobachter der aufstellenden Person letztendlich immer nur Angebote machen können. Niemand kann wirklich wissen, was genau eine Wahrheit ist und was für die Aufstellung wirklich wichtig ist. Nur die aufstellende Person kann das entscheiden. Aufgrund unserer unterschiedlichen Gehirne und Persönlichkeiten können wir einem anderen Menschen unsere Gefühle oder Gedanken oder Ideen immer nur anbieten. Und der andere Mensch entscheidet dann eigenverantwortlich, was ihm weiterhilft und was nicht. Welche Information für ihn wertvoll ist und welche nicht. Zum Abschluss dieser Einführung möchte ich noch etwas zu den Beobachterinnen einer Aufstellung sagen. Meine Erfahrung ist, selbst wenn du als Beobachter einfach nur die Aufstellung einer anderen Person beobachtest, hast du einen gewissen Einfluss auf das Gefühl der aufstellenden Person als auch auf die Aufstellung. Deine Gewohnheiten und Vorlieben und deine eigenen Lösungen, die du für dich gefunden hast, die du bisher in deinem Leben entdeckt hast, entwickelt hast, die führen dazu, dass du auch bestimmte natürliche Wertungen in dir drin hast. Das ist was ganz Normales. Du spürst dabei,
was zu deinen Gewohnheiten, Vorlieben und Lösungen dazugehört. Das fühlt sich dann für dich immer stimmig an. Und du fühlst, was nicht dazu gehört und dich eher stört oder was sich eher unstimmig für dich anfühlt. Deine Wertungen können andere Menschen auf der unbewussten Ebene möglicherweise spüren. Deswegen hast du eben einen gewissen Einfluss auf andere und auch auf die Aufstellung und auf die aufstellende Person. Mit einer ganz bestimmten Technik kannst du deinen Einfluss liebevoll, respektvoll und offen gestalten. Und zwar, indem du alle deine Gewohnheiten, Vorlieben und Lösungsvorstellungen ganz zurückstellst. Auch in deinen Gedanken. Du gibst der aufstellenden Person für ihren ganz individuellen Prozess den vollen Vorrang. Du kannst die wohlwollende Haltung einnehmen, dass alles, was die aufstellende Person entscheidet, für sie dazugehört und für sie zu diesem Zeitpunkt genauso richtig ist, wie es gerade ist. Würdige sie als Besserwisserin über ihren Prozess und sei dir immer bewusst, dass du nur über dich selbst und deine eigenen Gefühle der Besserwisser bist, aber niemals über die Prozesse und Entscheidungen anderer Menschen. Sobald du dich in deinem Gefühl über einen anderen Menschen stellst und zu wissen meinst, dass der andere was falsch macht und was für ihn richtiger wäre, strahlst du eine Entwürdigung aus. Und der andere fühlt sich nicht mehr von dir gewürdigt und unterstützt. Wie wir durch das verdeckte Aufstellen inzwischen wissen, wirkt es auch, wenn du es nur in Gedanken machst. Ich lade dich also ein, als Beobachter immer die innere Haltung zu üben, dass die andere Person mit ihrem Stimmigkeitsgefühl und dass das Universum am besten wissen, was jetzt für diese Person das für sie Richtige ist. Mit dieser offenen und würdevollen Haltung stellst du der anderen Person höchstwahrscheinlich einen optimalen Selbstheilungsrahmen und Potenzialentfaltungsrahmen zur Verfügung. Allerdings nehme ich selbst hier jetzt ebenso die Haltung ein, dass ich es nicht wirklich wissen kann. Was also für die aufstellende Person wirklich der optimale Rahmen ist, weiß nur sie selbst. Und deswegen sind alle Teilnehmenden beim freien Aufstellen immer frei, über ihren eigenen Aufstellungsrahmen und über ihre eigene Aufstellung zu bestimmen, damit sie ihre Ziele auf ihre Weise und auf ihrem ganz individuellen Weg optimal erreichen können. In diesem Sinne freuen wir uns auf dich, wenn dein Weg dich zu uns in unseren Workshop führt. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du sie uns gerne stellen, auch gerne vor dem Workshop per E-Mail. Also, vielleicht sehen wir uns ja. Bis dann!